Die DAV-News vom 23. Dezember 2022. Dum-de-dum-de-dum-de-dum. Standardmeldung Spendenaktion. Dum-de-dum-de. Lauterbachs Millionen verfällt. Dum-de-dum-de-dum-de. Pfusch in Bayern. HHC statt THC in München. Dum-de-dum-de-dum-de. Malta. CSC-Registrierung ab Februar. Dum-de-dum-de-dum-de. Indien. Alkoholprohibition tötet. Dum-de-dum-de-dum-de. Termine. Dum, 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 dum. Wir danken unserem Diamantsponsor Awai Medical. Herzlich willkommen bei den DHV News. Wir sind in den Halligen heute und in Weihnachten. Herzlich willkommen an Weihnachten. Wir haben mal wieder ein bisschen besondere Drehbedingungen heute. Ein bisschen handymade, selfmade, simpellich aufgenommen, die News heute. Dafür weihnachtlich, ja, wollten wir euch nicht entgehen lassen. Eine Ausgabe Weihnachtsnews, wo wir vorher schon keine Accessoires hier in der Sendung gehabt haben, ja. Trotzdem bin ich Georg, der Typ, der hier sonst immer im Jackett sitzt. Ja, ich habe heute kein Jackett an, aber ich bin derselbe. Und von daher können wir jetzt loslegen, ja, mit einem Hinweis, einer Vorbemerkung, wieder mal auf ein neues Video bei uns im Kanal, nämlich der Jahresrückblick. Den wir episch lang, ja, 2 Stunden 50, wo wir das ganze Jahr zurück durchgekaut haben seit Anfang an und mit ein bisschen Ausblick für 2023 und mit Spendengala dabei, sind über 4.200 Euro gespendet worden. Großartig. Vielen Dank nochmal an alle, die da mitgemacht haben. Nach wie vor können Sie immer noch spenden, ja, komme ich aber gleich nochmal zu. Aber guckt euch doch das Video nochmal an, wenn ihr irgendwie jede Menge Zeit habt, doch nochmal mit mir zusammen das Jahr rekapitulieren wollt. Ja, das war schon das ganze Vorgeplänkel und damit sind wir bei der Standardmeldung Spendenaktion. Ja, wir müssen natürlich jetzt noch jede Gelegenheit nutzen, euch daran zu erinnern. Die läuft natürlich noch, die Spendenaktion, auch noch bis zum 15.01. Aber nächste Woche gibt es keine DHV-News. Zwischen den Tagen, zwischen Weihnachten und Silvester ist hier nichts los im DHV-Büro. Da werdet ihr auch niemanden erreichen, großartig. Da machen wir mal so eine Art Werksferien sozusagen. Ich werde ein bisschen im Garten rumschnibbeln, ja, schön im Kalten und so, freue ich mich schon drauf. Aber natürlich müsst ihr trotzdem fleißig weiter spenden und gucken auf der DHV-Homepage, Spendenbarometer mit Fiebern, ja, wie viel da so eingeht und so weiter. Das werden wir weiter täglich aktualisieren. Eins der wenigen Dinge, die wir noch tun werden, auch in der Weihnachtszeit, auch an Feiertagen, jeden Tag die Spenden zählen und euch sagen, wie viel ist es denn bisher? Ein Viertel haben wir übrigens geknackt, 45.417 Euro haben wir mittlerweile im Kasten in 21 Tagen von 1.648 Spendern zusammengetragen. Aber eben noch 75% to go, ja, bis zum Ziel des Vorjahres. Das wird sehr, sehr ambitioniert dieses Jahr. Auch letztes Jahr ist der Riesenbetrag auch schon vor allen Dingen durch noch mal ein paar riesige Einzelspenden zustande gekommen, ja, mit denen kein Mensch so rechnen kann. Ja. Mal gucken, ob das wieder passiert. Auf jeden Fall ist ja auch so schon ein toller Wert. Und vielen Dank bis hierhin und vielen Dank für alle weiteren Spender. Lauterbachs Millionen verfällt. Das ist ein interessantes Thema, wo ich selber auch die ganze Zeit jetzt schon seit Wochen dran war, zu gucken, was ist eigentlich mit der Million vom Lauterbach? Weil der Finanzausschuss beim Bundestag hat bei der letzten Haushaltsberatung 1 Million Euro für Öffentlichkeitsarbeit des Gesundheitsministeriums, also für Karl Lauterbach, gesperrt, bis er den Gesetzentwurf für die Legalisierung von Cannabis vorlegt. Weil da schon alle gedacht haben, so irgendwie ist der Lauti so ein bisschen mau. Ja, irgendwie will der nicht so richtig aus dem Puschen kommen. Ja, machen wir mal hier, halt mal die Möhre vor, ja, von wegen kriegst du noch 1 Million irgendwie für deine Öffentlichkeitsarbeit, wenn du mal dieses Jahr noch den Gesetzentwurf vorlegst. Immerhin hat er dann ja auch die Eckpunkte der Regierung rechtzeitig vorgelegt, Ende Oktober. Aber dann hat er sich da irgendwie in seine Verwirrung verstrickt mit der Europäischen Union, mit der Kommission, wo er erstmal angefragt hat, ob er jetzt darf oder nicht. Und dann macht er jetzt doch weiter und verschiebt jetzt den Gesetzentwurf Richtung Ende März. Hat er jedenfalls nicht geschafft, ja, die Vorgabe vom Haushaltsausschuss. Und ich hatte da eben auch bei jener grünen Politikerin Paula Picciotta nachgefragt aus dem Haushaltsausschuss, die jetzt eben auch von RND zitiert wird, genau mit dem Thema, ja, die Millionen verfällt Ende des Jahres. Lauterbach hat nicht geliefert, wie er hätte sollen. Ja, das war halt genau das Ziel der Sache eigentlich. Und
Jetzt ist die Million weg. Ja, das kann sich Linda freuen, da er da ein bisschen Spielgeld hat oder eben weniger Schulden machen muss. Beides fein. Lauterbach kriegt die Kohle jedenfalls nicht, weil er versagt hat, weil er nicht rechtzeitig den Gesetzentwurf hingelegt hat. Bleibt nur zu hoffen, dass er jetzt nicht völlig frustriert ist und jetzt gar nichts mehr macht, ja, sondern trotzdem möglichst schnell den Gesetzentwurf hinlegt. Die haben jedenfalls Wort gehalten, offensichtlich, ja, wenn Frau Pichotta recht hat. Und er kriegt die Millionen nicht. Dann haben wir den Pfusch in Bayern. HHC statt THC in München. Da ist zum ersten Mal jetzt also aufgetaucht, dass HHC, das berühmte Cannabinoid sozusagen, was in letzter Zeit viel in Medien ist oder vor allem in der Szene rumgeht. Was ist mit HHC? Ja, überall wird das verkauft als einzelnes Cannabinoid. Halbsynthetisch hergestellt in der Regel sicherlich, auch wenn es angeblich in winzigen Mengen auch natürlich in der Hanfpflanze vorkommen soll. Jedenfalls ist das gerade der große Hype irgendwie, weil auch noch nicht so richtig verboten. Und jetzt ist zum ersten Mal in München tatsächlich normales Gras aufgetaucht, wie wir das auch von den synthetischen Cannabinoiden her schon kennen, die richtig gefährlich sind, dass das eben heimlich sozusagen auf die Hanfblüten draufgesprüht wird, die Konsumenten nicht wissen, was sie da konsumieren, ja, und dass das gefährlich ist. HHC ist jetzt nicht das gefährlichste Cannabinoid, wie es aussieht. Aber es ist eben auch nicht 100% erforscht, wie jetzt die Risiken sind, besonders bei Langzeitkonsum. Kann es schon sein, dass das gefährlicher ist als THC, insofern Finger weg davon und lieber legalisieren, ja, lieber anständige Fachgeschäfte für vernünftiges Gras, damit wir solche Probleme dann auch los sind. Eine Grasprobe in München und eine Probe, ja, flüssige Substanz, offensichtlich für ein Vape-Pen. THC Wax Pen war sozusagen die Bezeichnung dafür und war eben auch HHC drin statt THC, obwohl THC drauf stand. Ich hoffe, das macht nicht jetzt zu sehr die Runde, dieser Pfusch aus Bayern, Pfusch aus Bayern, München, naja, wird wahrscheinlich nicht nur in Bayern unterwegs sein, das Zeug. Auch die solche Fake-Cannabis-Produkte. Also immer schön drauf achten, was und wo ihr so kauft. Malta, CSC-Registrierung am Februar, das ist die schöne Nachricht, ja, allein dafür lohnt es sich schon, heute nochmal News zu machen. Endlich nach über einem Jahr des neuen Gesetzes in Malta kann ab Ende Februar ein Cannabis-Anbauclub registriert werden. Das hat das ganze Jahr über sich ewig verzögert. Da gibt es eine Kommission dafür, die jetzt die Regeln, genau die Detailregeln für die Cannabis-Anbauclubs machen sollte. Dann ist die Vorsitzende davon irgendwie zurückgetreten wegen irgendwelcher Skandale, was weiß ich. Da ging nichts vorwärts. Aber jetzt wird halt angekündigt, ab Ende Februar, 28. Februar, können dann eben, ist die Registrierung eröffnet, ja, und dann kann das endlich losgehen. Nach schlappen 15 Monaten Gesetz, ja, dass man sich jetzt da was anmelden kann. Und es geht ja noch nicht mal um regulierten Markt, ja, sondern nur um Anbauclubs und trotzdem haben die so lange gebraucht, oder brauchen immer noch, ja, kann man nur hoffen, dass sie das jetzt auch schaffen. Und 28. Februar ist ja auch ein bisschen Pfusch, ja, sowas wie 5,99 €, ne, das ist noch keine 6 € und das ist nicht im März drüber geworden. Ist halt der letzte Tag vom Februar, den sie da jetzt irgendwie ankündigen. Naja, toi, 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 dass sie es schaffen, dann geht da endlich mal was vorwärts. Und dann habe ich noch Indien, Alkoholprohibition tötet. Da gibt es teilweise tatsächlich noch Bundesstaaten, die Alkohol verboten haben oder sogar neuerdings verboten haben, in dem Fall Bundesstaat Bihar. Der hat erst 2016 Alkohol verboten. Verrückte Idee, war mir auch gar nicht so klar, dass das ja heutzutage noch vorwärts geht mit Prohibition von Alkohol. Und das Ergebnis haben wir sofort jetzt dann irgendwie auch wieder am Hals. Ja, in Indien sterben Hunderte von Leuten jedes Jahr wegen gepanschtem Schnaps. Also schlecht gebranntem Fusel eben, ne, wo dann eben zu viel von diesem Methanol oder was das ist da noch mit drin ist, was man beim Schnapsbrennen halt wegkippen muss. Ja, irgendwelche Stümper am Werk oder irgendwelche geldgierigen asozialen Kriminellen oder was. Ne. Auf jeden Fall sind da jetzt im Bihar 50 Leute gleichzeitig mehr oder weniger gestorben an diesem schwarz gebrannten Fusel. Dann gab es eine riesen Razzia, zigtausend Liter Alkohol beschlagnahmt und über 100 Händler irgendwie festgenommen und so. Aber es hilft ja alles nichts. Ja, das sind die Auswirkungen der Prohibition. Egal, ob es Alkohol ist, ob es Cannabis ist oder irgendwas anderes. Das fördert eben einfach nur Kriminelle, die am Ende Konsumenten vergiften mit irgendwelchem nicht geprüften Dreckzeug. Und damit sind wir schon fertig. Ja, nur noch ein, der Termin. Ja,
auf handverband.de haben wir gerade nur zwei Termine stehen. Der eine ist im Mai da, den brauche ich jetzt nicht zu erwähnen. Aber Oldenburg erwähne ich nochmal. Die einzigen, die zwischen den Tagen arbeiten, 28. Dezember, Mittwoch. Kick-Off-Meeting zum Global Marihuana Marsch der Ortsgruppe in Oldenburg. Oldenburg never sleeps. Auf geht's in den Kampf für die Legalisierung auch zwischen den Tagen. Wer aus Oldenburg oder Umgebung kommt, kann ja da mal vorbeigucken, ja, mal frische Luft schnappen, ein paar Kalorien schon mal abtrainieren. Und das war's für heute. Ich wünsche euch eine geruhsame Weihnachtszeit. Heute noch einen schönen Tag. Dass ihr dieses Video abonniert hier, den Kanal abonniert, das Video müsst ihr liken, den Kanal abonnieren, wisst ihr schon, ne? Glocke und so. Und wir sehen uns im nächsten Jahr. Bis dahin.